Start. Unser Naumannsbuch, die erste Publikation, die wir heute gern im Schnelldurchlauf vorstellen möchten, El Caballero, Gustavo Bergenroth, wie ein preußischer Forscher in Spanien Geschichte betrieb oder Geschichte schrieb vielmehr. Da geht es um einen preußischen Beamten letzten Endes, der wie viele andere erfolglos die Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts, die Berliner oder die erste deutsche missraten oder misslungene Revolution auf den Barrikaden mitgestaltete, daran scheiterte und dann über London nach Kalifornien floh, wo er mit einer Community von anderen Deutschen eine erste weiße, nicht weiße, aber eine erste grüne Community, eine Agrar-Community aufmachen wollte, was aber misslang, weswegen er dann wieder zurückging nach Deutschland, hier nicht Fuß fassen konnte und dann in Spanien, in Simancas, dort wo das große Generalstaatsarchiv steht, Forschung betrieb und im Prinzip die gesamte Tudor-Dynastiengeschichte Englands über den Haufen geworfen hat, weil er die ganzen Depeschen, die damals hin und her gingen, tatsächlich eins zu eins entziffert, dechiffriert hat. Er war also Kryptologe und Archivar und darum geht es in dem Buch und wir machen eine Ausstellung, die am 27. August beginnt, genau zu diesem Thema, aber auch zum Thema allgemein der Kryptologie und der Chiffrenschrift und der Geheimschriften in der zeitgenössischen bildenden Kunst. Erste Publikation, um die es heute nicht gehen soll. Zweite Publikation, um die es heute nicht gehen soll. Blicke in 19 Ateliers. Man sieht, das ist jetzt hier praktisch noch ohne Inhalt, weil es ist noch nicht gedruckt, dieses Ding. Eine Publikation, für die wir auch eine Ausstellung machen werden, also auch eine Book-Launch, das heute ist eine Journal-Launch, eine Book-Launch, Blicke in 19 Ateliers, Fotografien von Sibylle Mania, eine Weimarer Künstlerin, die seit 20 Jahren hier in Weimar lebt, an der Bauhaus-Universität studiert hat und die in ihrem Bildband, Fotoband insgesamt 21 Künstler porträtiert in insgesamt 19 Ateliers, das heißt die Ateliers jeweils mit 3, 4 Fotos dokumentiert hat. Die Künstler sind gerade weg, manche sind auch schon gestorben. Und dazu gibt es einen langen Text und die Textporträts dieser Künstler. Und das ist einfach eine Dokumentation über die Schaffensorte, also die Orte, in denen praktisch der Funke der Inspiration in die Kreation, in das Schöpfertum überspringt. Dazu gibt es eine Ausstellung im ACC, die am 16. Juli beginnt und bis zum 16. August geht, mit Sibylle Mania, mit Fotos, die nicht in diesem Buch enthalten sind und auch mit Kunstwerken die zugehörig sind zu den Ateliers, die hier abgebildet sind. Jeweils ein Kunstwerk aus jedem Atelier, aus jedem Studio. Am 16. Juli. 16. Juli um 20 Uhr ist die Book Launch und die Ausstellungseröffnung. Das Ganze geht bis 16. August. Auch eine Publikation, um die es uns heute nicht gehen soll, kurz weg damit. Die dritte Publikation, um die es uns heute nicht gehen soll, die trägt den schönen Titel des Jahr 1990 freilegen. Die zeige ich hier stellvertreterhaft. In dieser Publikation geht es darum, dass die Publizisten, das ist der Verlag Spector Books, Anne König und Jan vom Spector Verlag, so nennen wir ihn hier. Die beiden haben dieses Buch herausgegeben, weil sie der Meinung waren, dass das Jahr 1990 eben noch nicht genügend freigelegt wurde. Alle reden über die sanfte Revolution, die politischen Veränderungen in Ostdeutschland. Aber was ist mit den Ostdeutschen wirklich passiert? Was hat ihnen der Umbruch gebracht oder auch nicht gebracht? Das steht hier in diesem Riesenschmöker, der fast so dick ist wie unser ACC-Katalog die frühen Jahre. Puh, zum Glück nicht ganz so dick. Nur 592 Seiten, wir haben ja 600. Nur zu empfehlen. Ich zeige dieses Buch stellvertretend, wie ich schon sagte, weil es eigentlich hier um ein anderes Buch gehen soll, ein Buch von Anselm Graupner, unserem Gastronom, Hotelier und Rechtsverdreher, Der kurze Winter der Anarchie, was hoffentlich im Oktober diesen Jahres erscheinen wird, im selben Verlag Spector Books, auch mit Texten von Anne König unter anderem. Und da geht es um eine fotodokumentarische Revitalisierung dieser Zeit zwischen November 89 und April 1990, eben der kurze Winter der Anarchie, anhand von 270 Schwarz-Weiß-Abbildungen ins Leben zurückgebracht. Das ist sondern eine weitere Publikation, die mindestens genauso dick sein wird, denke ich mal. Der kurze Winter der Anarchie von Anselm Graupner, Spector Books Verlag, erscheint im Oktober. Ja, und ansonsten
um zu zeigen einfach, dass es natürlich der Publikationen viele gibt, deren Existenz man hinterfragen kann. Die erste Publikation, die das ACC jemals rausgegeben hat, die gibt es gar nicht mehr in gedruckter Form, nur noch so eingeschweißt. Das war die Publikation zur Kulturmeile 90 mit einer geografischen Meile, die man durch Weimar machen konnte. Hier ist die geografische Meile beschrieben. Die Teilnehmer dieser Ausstellung waren die Galerie Schwamm, ACC und C-Keller. Und damals ging es um die historische Bausubstanz in Weimar oder die Baukultur und die Bauunkultur in Weimar. Und alle drei alternativen Galerien, wie man damals sagte, widmeten sich mit Dokumentationen, mit Malereien und dergleichen diesem Thema. Die zweite Publikation des ACC zur Ausstellung Milchtüten, Metrolang, damals noch mit Chris Dirk. Das war so ein zusammengeklebtes, das waren alles Unikate von Peter Auge Lorenz, dem Bruder von Flake Lorenz, dem Keyboarder von Rammstein. Der hat dieses Ding zusammen mit Gabi Hulsch zusammengestellt. Also eine sehr einfache Form einer Publikation, Milchtüten. Wunderschön. Und dann ging es weiter, dann ging es schon zack, zack. Thorsten Schlüter, eine Malereiausstellung, die erste große Ausstellung, die wir hatten. Dann gab es die Ausstellung zum Atelierprogramm, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, weil die gibt es jetzt nicht mehr und wir sind froh, dass eben mit Herausgabe des heutigen Journals wir wieder anknüpfen an die guten alten Zeiten, als wir im Rahmen unserer Atelierprogramme oder des internationalen Atelierprogramms jeweils eine Broschüre zu jedem Jahr rausgaben. Da gab es immer, also das ist auch heute noch so, dass das Atelierprogramm wechselt jährlich sein Thema. Allegorien war das Thema des ersten Programmes, das Urwortmuseum war der Titel der Ausstellung. Dann gab es die zweite, die hieß Gemeinschaft, Gesellschaft. Das dritte Ding hieß Faszination und Faschismus, hat viel mit Weimar zu tun. Das Master Dinge, Herkunft, Niemandsland und so weiter. Wir blieben immer bei diesem quadratischen, praktischen Format. Auch CDs haben wir rausgegeben, wie zur Videoausstellung Splash. Eine Ausstellung mit japanischen Künstlern der Gruppe 1965. The Group 1964, auch quadratisch, Roddy Bell aus Norwegen, Margaret Harrison aus Großbritannien und so weiter und so fort. Also immer gab es diese quadratischen Kataloge, Pierre Egils, Cindy Sherman, eine Ausstellung mit zeitlicher chinesischer Kunst, mit Ai Weiwei und so weiter, Kunst aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, Europe in the Box und unsere Bibel, ACC, die frühen Jahre 1988 bis 2011. Und dazu wird es dann demnächst vielleicht in 5 bis 6 Jahren die zweite Ausgabe geben, ACC die mittleren Jahre 2012 bis 2026 vielleicht. All das sind natürlich Publikationen, deren Existenz man befragen kann. Warum? Braucht heutzutage noch jemand Publikationen? Holt man sich nicht alle Infos aus dem Internet? Wer kauft das noch? Welcher Verlag soll das noch verlegen, wenn es niemand mehr im Buchladen kauft? Was ist what's the meaning oder was ist die Bedeutung der Kunstpublikation heutzutage, des Kunstbildbandes, des Künstlerbuches? Ist das reine Selbstbefriedigung des Künstlers und der jeweiligen Galerien und Kuratoren und Sammler und vielleicht auch Kunstkritiker? Hat das eine reine Dokumentationsqualität, dass die Leute in 100 Jahren mal sehen sollen, was die ACC-Galerie vor 100 Jahren für schöne Sachen gemacht hat? Oder wie siehst du das, der du ja, lieber Janek, quasi, muss man ja fast sagen, in Alleinregie diese Publikation zu diesem Langzeitthema Sprach, Erneuerung plus Wortbildkunst herausgegeben hast und du selber auch der Auftraggeber für all jene 18, 20, 23 Protagonistinnen und Protagonisten warst, die Beiträge, einzulegende Beiträge für diesen Pappkarton geliefert haben. Ja, so, du räumst weg und ja. Ich schiebe rein. Ja. Denn jetzt... Denn es soll in Publikationen gehen. Denn wir sind wieder zurück. Das ist die Publikation, um die es an diesem Nachmittag gehen soll. Das Publizieren macht einfach unheimlich Spaß, zusammen mit anderen zu arbeiten, die gemeinsam schreiben, kleine Kunstwerke erstellen, etwas zusammenzupacken, etwas zusammenzuräumen und etwas zu veröffentlichen, macht Freude. Und solange das Freude macht, wird es das bestimmt auch geben, einfach weil es Freude macht. Wir haben die Box schon mal geöffnet und wir wollen zuerst über die kleinen Kunstwerke in dieser Box sprechen und deshalb lege ich sie einmal hier hin, denn wir zeigen, wir versammeln in der Publikation unter anderem kleine Kunstwerke der Künstler der derzeitigen Ausstellung, des internationalen Stipendiatenprogramms. Das sind die kleinen Kunstwerke und Frank, dazu sagst du jetzt
bestimmt gleich nochmal etwas zum Atelierprogramm. Sehr gerne, mein lieber Jannik. Also es gibt dieses internationale Atelierprogramm seit 1993, 1994. Das 0. Programm nannte sich Erschlossene Räume und fand noch auf Schloss Ettersburg bei Weimar statt. Das heißt, 2019 feierte dieses Programm sein 25-jähriges Bestehen. Also nicht nur 100 Jahre Bauhaus mit Geburtsort Weimar, sondern 25 Jahre internationales Atelierprogramm der ACC-Galerie und der Stadt Weimar. Es waren 2019 drei Künstler im Rahmen des Programms anwesend in Weimar. Das ist ein Anwesenheitsstipendium. Man bekommt 1.000 Euro pro Monat, darf 4 Monate in Weimar bleiben, lebt im städtischen Atelierhaus und wohnt auch da und hat dort eben seinen Produktionsort. Das Programm, das jährlich wechselnde, wie ich schon sagte, hatte im Jahr 2019 den Namen 100 Jahre Bauhaus von Wörtern und Bildern und Wortbildkunst und war tatsächlich natürlich diesem Jubiläum gewidmet. Nur dachten wir, dass es vielleicht ganz besonders langweilig sein würde, wenn wir wie alle anderen mit ihren Blockbuster-Shows uns auch den Themen Bauhaus und Architektur und Bauhaus und Produktdesign widmen, sondern die Überlegung war, ja, wie haben die Leute damals gesprochen? Wie war das mit der Rechtschreibreform damals? Hat die sich durchgesetzt? Was war im Nachgang des Ersten Weltkrieges, in welcher Form wurden politische Manifeste, vielleicht auch in Gedichtform von Münchner Rathaus herab, von Künstlerpolitikern verlesen? Also was hatte Sprache damals für eine Funktion und welche Funktion hat Sprache, auch mit all den Hass-E-Mails, mit Fake News und was es eben alles gibt, mit dem neuen Wirkungskreis des Internets und der neuen Medien? Was ist also, wenn wir annehmen, dass ja, die Sprache die Musik macht sozusagen, oder wie es ja auch heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also wenn das Wort alles ist und das Wort ein Haus ist, nicht wie Regina Toss damals sagen, die Liebe ist ein Haus, sondern das Wort ist ein Haus. Also wie widmen wir uns dann dem Thema Sprache und den Grenzbereichen zwischen bildender Kunst und geschriebenen und gesprochenen Wörtern, wie können wir uns denen nähern? Und das war eben die Aufgabe der Künstler, die sich für dieses Programm beworben. Das waren weit über 80 Künstlerinnen und Künstler. Drei davon wurden von einer 5-köpfigen, unabhängigen internationalen Kunstfachjury ausgewählt. Und die sind dann praktisch seit Januar letzten Jahres bis Januar des darauffolgenden Jahres 2020 haben die sich hier nacheinander in Weimar aufgehalten. Ein Programm also, das sich mit den Zusammenhängen zwischen Wort und Text und Sprache und wenn man so will auch Literatur und eben Bildkunst oder bildkünstlerischem Schaffen unter den Vorzeichen des Bauhauses befasste. Darum sollte es gehen und nicht die anderen Themen abzuleiten, Kunst und Produktdesign und ja, und Kunst und Kunst und Kunst und Architektur und Kunst und Bauhaus, die nach unserer Meinung schon inflationär abgearbeitet und schon längst durchdekliniert waren. Das zum Programm vielleicht mal. Mhm. Und die Publikation enthält nun, wie es sich für ein Journal oder wie für einen Katalog gehört, auch Texte zu den Künstlern, die geschrieben wurden und für zu Yoshi Anzai von Thorsten Blume, für Victor Delloral von Michel Planckoubé und für Linda Pense von Niklas Hoffmann-Wahlbeck. Und wir blättern mal ein bisschen hier herein und können sehen, dass die Publikation eben in solchen Bögen aufbereitet ist, die man sozusagen wie ein Buch rückwärts und vorwärts lesen kann. Außerdem enthält die Publikation ein Gespräch mit dir, Frank, da haben wir uns gemeinsam unterhalten, zum Atelierprogramm. Und das Atelierprogramm ist ja eins der internationalsten Programme, das Weimar hat. Es steht auch ein bisschen im Zentrum eurer Galeriearbeit, aber es ist auch ein Programm, das immer wieder auch in Gefahr ist. Das ist richtig. Natürlich ist ja ein Makel in Anführungszeichen eines solchen Programmes, dass ja da der Taxameter, der Wirtschaftstaxameter nicht förmlich mitläuft. Das heißt, welchen Outreach, welche Wirkung und zwar auch weltweite Wirkung ein solches Programm hat, Netzwerkwirkung, symbiotische Effekte, die dadurch entstehen, das merkt man oft erst Jahre später. Und wir leben ja leider Gottes in einer Gesellschaft, in der man ja sofort merken muss, ob sich etwas rentiert, profitabel ist oder nicht. Und deswegen wird natürlich so ein Programm immer wieder auch hinterfragt. Gottlob von unserem derzeitigen Oberbürgermeister wird es nicht wirklich hinterfragt. Im Gegenteil, der
kann damit durchaus was anfangen, weil er sagt, es ist diese Außenwahrnehmung unserer Gäste aus aller Welt, die, wenn wir genau hinschauen und gut zuhören, uns viel über uns selbst erzählen, ein nicht gering zu schätzender Vorteil, den nicht jede Stadt hat. Quatsch, das habe ich gesagt, das hat nicht der Oberbürgermeister gesagt. Der hat gesagt, wir sind stolz auf unser internationales Künstlerförderprogramm, das einzige dieser Art im Freistaat Thüringen, das Jahr für Jahr Kunstschaffende aller Kontinente zu einem kulturellen Dialog nach Weimar einlädt und das Image unserer Stadt nachhaltig beeinflusst. Und was er noch gesagt hat, findet man hier eben auf diesem Leporello, in dem Janek, da bin ich sehr stolz drauf, also den OB und mich zusammengefügt hat, auf Vorder- und Rückseite. Zu den Künstlern vielleicht nochmal. Also die drei Künstler, die an diesem Programm, an diesem Sprachbild-Kunstprogramm teilhaben, jeder hat der drei hat einen Text erhalten, einen Text geschrieben bekommen. Das ist also auch ungewöhnlich für unser Programm, weil meistens ist gar nicht so viel Geld da, überhaupt noch einen Kunstautoren nach einem Text zu befragen. Ich fange vielleicht mal kurz mit dem Victor del Moral Rivera an, der im Laufe seiner Anwesenheit in Weimar seinen Namen leicht gekürzt hat. Der heißt jetzt nur noch Victor del Oral. Oral, also weil es auch um die mündliche Überlieferung in seinen Kunstwerken geht. Victor del Oral arbeitet mit Text und vor allem auch über die Qual des Schreibens, die Agonie des Schreibens und die herkömmlichen Formate des Schreibens und wie man die herkömmlichen Formate, nämlich Leporello, Buch, andere Formen von Publikationen, Zeitungstext, verwandeln kann in performative und, sagen wir erstmal ruhig, andere Formen. Seine Arbeit verdreht nämlich Texte und Kontexte oder auch Vortexte, Prätexte und arbeitet mit dem Widerspruch mit dem Widerspruch als einem Werkzeug, könnte man sagen, um Fragen darüber zu stellen, wie wir kommunizieren eigentlich, und zwar im Alltag kommunizieren. Dabei entstehen bei ihm sogenannte Lecto-Sculptures, also da merkt man auch, also dass das wieder was mit Sprache, Literatur zu tun hat. Das sind sehr oft komplexe und sehr multimediale, teils lebende Skulpturen oder Installationen, in denen er das Medium Text in performative Zusammenhänge bringt. Er spielt also mit Textur und mit Buchstaben und mit typografischen Elementen und er bringt Sprache und Welt, aber auch Sprache und Denken in einen dynamischen Verhandlungsprozess. Und das ist natürlich etwas, was seine Kunst wieder mit dem Bauhaus-Erbe, mit dem er dadurch ins Gespräch tritt, zu tun hat. Also seine Arbeiten, könnte man sagen, changieren oder oszillieren zwischen visuellem und sprachlichem. Sie bringen auch eine weitere Komponente mit rein, das ist die Choreografie. Und was er hier in Weimar gemacht hat, sein Hauptwerk, war, dass er kurz vor dem 125. glaube ich, Geburtstag Nietzsches im Oktober letzten Jahres eine Performance veranstaltet hat, in der sogenannten Goethe-Gedächtnishalle, die ja nie vollends fertiggestellt wurde, noch vor Kriegsende, also 1943, wurden die Bauarbeiten dort eingestellt. Das Ding ist aber so gut wie fertig geworden in seiner Bausubstanz. Und dort in diesem Gebäude, gleich links neben dem Nietzsche-Archiv, hat er eine Performance gemacht. Und diese Performance trug den Titel Better Not to Speak. Es ist besser, nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu sprechen. Dazu muss man wissen, dass Nietzsche in den letzten 2-3 Jahren, in denen er hier, wie wir sagen, in geistiger Umnachtung in Weimar lebte, offenbar nichts mehr gesagt hat. Der Victor del Oral hat es dann so dargestellt oder hat das so eingelesen, dass der Schnauzbart von Nietzsche praktisch wie so eine Art Bühnenvorhang war, die Zunge war die Bühne, die Mundhöhle war der Bühnenraum und raus kam nichts mehr als heiße Luft sozusagen, heißer Atem. Und das war auch der Inhalt der Performance damals im Oktober letzten Jahres, die auch in der Ausstellung dann gezeigt wurde und um die es auch hier vor allem in dieser Publikation geht. Und dann gibt es eine weitere Komponente, wo es auch um den Mund geht, und zwar den Mund als, also Nietzsches Mund muss man, ich weiß gar nicht, ob hier noch, ja, also Nietzsches Zunge, Nietzsches Mundhöhle, Nietzsches Bart, der Vorhang, der also praktisch in Weimar geschlossen blieb und hier das Ganze nochmal so als Close-up ein bisschen. Und was sich der Victor gedacht hat, war, dass er gerne für eine Anbindung der ACC-Galerie im ersten Stock unseres Hauses ans Café-Restaurant sorgen würde wollen
Und er wollte also, was dann nicht richtig funktioniert hat, durch das Coronavirus verursacht, er wollte, dass die Gäste unserer gastronomischen Einrichtung, wir haben ja nur eine Einrichtung, beim Verlassen dieses Etablissements die Gelegenheit haben sollten, auf dem Weg in die Galerie sozusagen eine bedruckte Speiseserviette mitzunehmen, sich mit der Speiseserviette den Mund abzuwischen. Da haben wir die Rückseiten dieser Speise, gibt also drei verschiedene Speiseservietten, da sind sie, sollten sich mit den Speiseservietten den Mund abwischen und diese Servietten dann entsorgen können in einem, ich sag mal so ein bisschen sarkastisch, einem etwas toilettenartig anmutenden Raum im Eingang der Galerie mit diesem weinroten samtenen Vorhang und so weiter. Und und diese Servietten waren nicht einfach irgendwelche Speiseservietten, sondern die hatten auch Aufschriften. Unter anderem findet sich eben hier diese Aufschrift Pure Orality, also Orality jetzt im Sinne von Überlieferung, also mündlicher, also die reine Sprachüberlieferung, die mündliche Überlieferung. Oder hier steht geschrieben, as in certain states of indigestion, we feel a kind of hunger which cannot be removed by eating. Ich muss mal gucken, ich habe es mal irgendwann versucht zu übersetzen. Oder ich mache es einfach mal live. Also in bestimmten Stadien der von Ernährung und Ernährungsproblemen fühlen wir eine Art von Hunger, die offenbar nicht nur durch Essen befriedigt werden kann. Oder hier in Deutsch ist mehrfach aneinandergereiht, man setzt an die Lippen, was noch schneller in den Abgrund treibt. Genau, also das sind, und hier ein etwas vielleicht schwieriger zu verstehendes ein Wortspiel. Der Victor de Loral befasst sich auch sehr gerne mit Wortspielen, ein spanisches Wortspiel. Wenn man das jetzt würde lesen können, also in diese Richtung bedeutet es otro und umgekehrt orto. Wenn man es also vom Innenkreis nach außen ist orto, von links nach rechts ist es otro. Also das eine Wort bedeutet, also wenn man es jetzt zusammenlesen würde, otro, orto, würde das bedeuten der andere Anus oder der andere Arsch. Mhm. Orto bedeutet im Spanischen allerdings auch Morgendämmerung oder Sonnenaufgang, was das Ganze dann wechseln lässt in der wörtlichen Bedeutung zu dem anderen Sonnenaufgang. Also der Unterschied eines Buchstabens, und das ist, was der Victor sehr oft macht, nämlich zwischen TR und RT macht den kleinen, aber eben auch nicht unbedeutenden Unterschied aus. Und das Konzept, wie gesagt, der Einbindung des Cafés ging aber dann natürlich nicht auf, weil das Café dann eine Zeit lang geschlossen war. Also so viel Vielheit. Und dann finden sich andere Begriffe wie the eating machine, the breathing machine, also Fressmaschine, Atemmaschine, Talking Machine, die Sprechmaschine und die Analmaschine. Von all diesen Begriffen ist da zu lesen. Und von der Tatsache, dass der Mund für die Sprache und auch für das Essen eben unverzichtbar ist, aber dass der Betrieb und der Verkehr dann weitergeht, so dass man muss eben auch den Nietzsche erstmal verdauen und allgemein kann man sagen, dass es in den Arbeiten von dem Victor den sogenannten Landscapes, also eine Mischung aus Language und Raum, den Sprachräumen sozusagen, darum geht, er sagt selber, mich interessiert die Möglichkeit, Dichtung aus dem Buch herauszunehmen und sie im Raum zu entfalten. Er ist selber auch Philosoph, hat also Philosophie studiert und für ihn ist Kunst einfach eine andere Form, Philosophie zu machen, in der Welt zu sein und im Wort zu sein. Aber Philosophie ist auch eine Dose Whisky, die sich auf einem Mausrad dreht. So, sehr Victor gut. De Loral. Das vielleicht kurz zu diesem Künstler. Diese Kunstservietten sind also auch Teil dieses Journals. Genau. Wenn man das Journal bekommt, sind diese Kunstservietten hier enthalten. Und auch diese, nun, Maske, würde ich sagen. Eine Maske oder ein Auszug oder der Umschlag, ein Stück, also ein Umschlag einer Nietzsche-Gesamtausgabe offenbar, der siebte Band, eine Taschenbuchausgabe. Und hier sieht man im Inneren nur zwei Seiten eines Kapitels aus also Sprach Zarathustra, ein Kapitel, in dem es, darum geht, also um die Schönheit des Sonnenaufgangs und wie verwandt sich der Schreiber
also Zarathustra, mit der Natur, mit der reinen Natur verbunden fühlt, nicht mit dem, nicht mit den, mit den, mit den, mit den Wolken, die so vorüberziehen und die nichts Halbes und nicht Ganzes sind, sondern tatsächlich mit der Macht der Sonne. Und das endet dann hier unten mit den Worten, ich lese nicht alles vor: Lieber will ich noch unter verschlossenem Himmel in der Tonne sitzen, lieber ohne Himmel im Abgrund sitzen, als dich, Lichthimmel, mit Ziehwolken befleckt zu sehen. Also ein Statement gegen die Ziehwolken. Und das hier in dem ganzen Statement geht es aber auch um Sprache. Und deswegen hat der Victor de Loral diesen Auszug aus Zarathustra dann als Einlage für das Journal mit vorgesehen. Genau. Die Ausstellung ist ja auch noch zu sehen in der ACC-Galerie. Genau. Und vielleicht deshalb auch noch ein Wort zu einem Bogen, den wir jetzt uns noch gar nicht angeschaut haben, zu Yoshi Anzai, der hier sehr viele Arbeiten in der Galerie zeigt. Zudem Thorsten Blume, ein Kunsthistoriker und Kunstpädagoge, einen sehr schönen Text geschrieben hat. Und zu Yoshi selbst gibt der Publikation dieses Bild- und Textheft bei, zu dem auch ein Bogen mit Aufklebern, wenn ich es richtig sehe, gehört. Also die künstlerische Arbeit, die künstlerische Hauptarbeit, die der Tsuyoshi Anzai aus Tokio für die Ausstellung, die gerade noch im ACC läuft und die dann ganz locker, leicht, schlicht und smooth in eine weitere Präsentation übergehen soll, über den Zeitraum von der nächsten Wochen und Monate, ein Projekt, eine aus verschiedenen räumlichen Situationen bestehend, das dann A Kids Headquarters heißen wird, wo es um Selbstbestimmung, politische Leidenschaft, Formen der demokratischen Erziehung, könnte man fast sagen, mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht. Also, weil wir der Meinung sind, dass da im Moment noch viel zu wenig getan wird und es auch eine der Pflichten von Kunstinstitutionen ist, sich da in politische Debatten und soziale Debatten einzumischen. Tsuyoshi Anzai, was hat der hier in Weimar sich zu schaffen gemacht? Der hat sich sehr für historische Bilder aus dem alten Weimar interessiert, und zwar aus dem Weimar der 1930er bis 1980er Jahre. Was man hier also sieht, in einer bestimmten Druckform, Ricky, wie heißt nochmal diese Druckform? Die Art des Druckes. Eine Risographie. Das sind Risographien, diese Druckform wurde wohl in Japan entwickelt und die Japaner haben auch die besten Maschinen. Geht doch ein bisschen höher. Für die Risographie. Man sieht hier, ne, seid bereit, immer bereit, das sind historische Fotografien aus dem Weimarer Stadtarchiv. Mutti und Sohn lesen Zeitungen, also alle möglichen Geschichten, die in den 50er, 60ern in der sozialistischen DDR, aber auch in den 30er, 40ern im nationalsozialistischen Deutschland fotografiert wurden. Die hat er sich, aus denen hat er, ich sag mal, wahrscheinlich ca. 100, 120 dieser Fotos ausgewählt und hat sie nun kontagiert oder kollagiert mit Sprüchen aus unserer Gegenwart, von Baumärkten, von Werbetafeln, also Werbesprüche im Prinzip, und hat diese beiden Komponenten zusammengebracht, was natürlich Diskrepanzen erzeugt oder für Diskrepanzen sorgt. Im Vergleich zu dem, was wir als herkömmliche Mittel von Werbereklame und ideologischer, politischer Propaganda kennen, muss man sagen, dass sich leicht erkennen lässt, dass die Verfahren und die Mittel der Propaganda und der Werbung in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. Immer dann, wenn Texte und Bilder mit dem Ziel maximaler psychologischer Effekte miteinander montiert werden. Er hat also die Bilder letztendlich und auch die Texte, die Slogans aus dem Zusammenhang gerissen und bislang unverbundene Dinge und Phänomene miteinander, also zusammengebracht, mit dem Unterschied, dass die bei den herkömmlichen künstlerischen Arbeiten, Tsuyoshi Anzai, das sind meistens Maschinen, verrückte Maschinen, wo sich alles Mögliche bewegt, ähnlich wie wir das von dem Schweizer Künstler Jean Tinguely kennen, also mit dem Unterschied, dass die von ihm gefundenen Dinge diesmal eben nicht plastische Objekte, sondern praktisch
Texte und Bilder, zweidimensionale Geschichten waren, Bilder und gedruckte Worte. Und die, den Ausgangspunkt für die, dafür bildete Tsuyoshi Anzais Faszination für historische politische Propagandaposter aus der Zeit der NS und des Staatssozialismus der DDR, die längst aus dem öffentlichen kollektiven Freizeitraum sozusagen verschwunden sind. Und an ihre Stelle sind eben jetzt Poster aus der Werbeindustrie, Reklameposter, Anzeigen und so weiter getreten, die darauf abzielen, möglichst viele Menschen Bedürfnisse wirtschaftlich, möglichst vieler Menschen Bedürfnisse wirtschaftlich zu verwerben. Genau, also das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Arbeiten, wobei die Art und Weise, wie er Text und Bild zusammengebracht hat, scheinbar willkürlich sind. Ich habe ihn dazu nicht befragt. Wer also möchte, kann diese Aufkleber dann hier lösen und kann auf jedweder Seite in dem Buch seine Aufkleber anbringen. Also jeder darf mal mit jedem sozusagen. Und einer der Höhepunkte, davon erzähle ich nur kurz, weil man das jetzt nicht sehen kann, ist zum Beispiel, wenn einer dieser Wortmaschinismen oder Wortmechanismen, wenn ein nationalsozialistisches Plakatmotiv, auf dem man Adolf Hitler als Führer sieht, zusammengebracht wird mit einem Schriftzug aus der Jetztzeit, der titelt oder besagt, niemand begrenzt mich. Und dann passieren eben Dinge im Kopf, die ohne diese Zusammenfügung, diese Kollaboration zwischen Text und Bild nicht passieren würden. Das ist also das, was man hier in diesem Untagged Imagery in dieser Broschüre nochmal nachvollziehen kann. Und diese künstlerische Arbeit hieß auch Tag Life, dieser gedruckten Bild-Text-Collagen von Tsuyoshi Anzai. Mhm. Auch das ist Teil der Publikation. Aber auch die Arbeit von Linda Pense, die hier eine Druckgrafik, glaube ich, genau, in die Publikation gegeben hat und einen Text, wie gesagt, von Niklas Hoffmann-Wahlbeck zu ihren Zeichnungen. Richtig, richtig. Und diese Linda Pense ist eine Künstlerin, die kommt aus Leipzig, war also ebenfalls wie die beiden anderen vorher erwähnten Künstler 4 Monate in Weimar. Und hat sich auch mit Sprache beschäftigt, aber mit einer ganz besonderen Form von Sprache. Sprache, ne, vielleicht gibt es ein Gleichnis sogar oder eine ähnliche Herangehensweise, nämlich mit der von Victor Deloral. Also Sprache, wie sie im Mund, in der Mundhöhle gebildet wird. Sprache nämlich als modulierte Luft. Sprache ist ja nichts anderes als ja, im Mund modulierte und rausgeprustete Luft sozusagen. Wie sie auch der Luftgeist Ariel, und jetzt wird es ganz schön verrückt, der Luftgeist Ariel im letzten Drama, im letzten Theaterstück Shakespeares, das hieß The Tempest, der Sturm, auftaucht. Dieser Luftgeist Ariel hat also eine besondere Form des Sprechens, des Zaubersprechens, mit dem er magische Dinge bewirken kann. Dazu muss man vielleicht voraussagen, dass diese Linda Pense sich beworben hat und zunächst überlegt hat, sich mit utopischen Inseln zu beschäftigen und was diese utopischen Inseln auch für eine sprachliche Komponente nach sich ziehen. Es gibt ja sehr viele Fantasie- oder Fantasy-Bücher von Jules Verne bis weiß ich was und sehr viel wissenschaftliche Literatur, die sich mit Utopien, mit Visionen auseinandergesetzt und oft sind diese Visionen angesiedelt auf nach außen abgegrenzten Territorien, auf Inseln sozusagen. Und mit diesen literarischen Inseln hat sich Linda Pense während ihres Stipendiums auseinandergesetzt, um diese Inseln als Troposphären zwischen Meer und Land, zwischen Sprache und Bild und auch zu verhandeln. Und daraus sind Bilder, Objekte und Filme entstanden, wie sie hier in der Ausstellung zu sehen sind, die grafisch erkunden, wie eine Form, wie ein Gedanke oder eine Figur sich zu bilden beginnt. Diese Insel war für sie, hatte dafür, diese Insel aus Shakespeares Sturm hatte geradezu für sie einen metaphorischen Charakter. Die wurde für sie praktisch so eine Art anschauliche Szenerie, anschauliches Bild, wie eine
Visionäre oder eine Insel der Utopien aussehen könnte. Interessant ist vielleicht noch zu erwähnen, dass dieser Theatertext erstmals ins Deutsche übersetzt wurde in Weimar 1771 und dass sich unsere klassischen Dichterfürsten wie Goethe und Schiller Shakespeare immer wieder auch als Vorbild auserkoren hatten, um ein neues bürgerliches deutsches Drama überhaupt erstmal zu erfinden. Nun sind von dieser Linda Pense eben auch zweidimensionale Arbeiten, also Tintenzeichnungen, grafische Drucke, Lithografien und so weiter ausgestellt, Zeichnungen jedweder Form, die eben ja, Troposphären im weitesten Sinne darstellen, auch geologisch anmutende Gefüge von Inseln, von imaginären Inseln mit eigenartigen Gestalten, die manchmal ein bisschen was von einem Meteoritenbild, manchmal was an einem Satellitenbild erinnern. Das sind also ihre Troposphären, denn die Trope, aus dem Griechischen wohl von Tropoi, verweist im wörtlichen Sinne immer auf eine richtungsverändernde Wendung. So kann sich in den Bildern alles, was zu sehen ist, beim Betrachten immer wieder in etwas anderes verwandeln. Man kann diese Arbeiten auch drehen und wenden nicht, aber man kann sie auch drehen. Und das Ganze wurde dann auch noch angereichert in der Ausstellung, jetzt nicht hier in den Beilagen für das Journal, mit Texten, mit einem Lied sogar, was speziell für die Ausstellung komponiert wurde, Where the Bee Sucks, There Suck I, wo die Biene trinkt, da trinke auch ich, was von dem Luftgeist Ariel, der hier Maximilian Bischofberger heißt, gesungen hat und von der Freiheit erzählt, auf einer Blüte zu schaukeln und nachts auf einem Fledermäuserich zu reiten. Genau, also es geht da auch immer um Dinge wie Wasser und das Geräusch des Wassers oder um Klangwolken, um immaterielle Naturerscheinungen auch und so weiter und so fort. Und eine der Empfindungen oder ein Extrakt oder ein Filtrat aller ihrer Zeichnungen, die hier in der Ausstellung zu sehen sind, hat sie dann in diese grafische Form gebracht und eben der Publikation, dem Journal beigelegt. Genau. Wunderbar. Damit ist der Kunst noch nicht Genüge getan in der Publikation. Auf gar keinen Fall. Es gibt noch zwei weitere. Hier eine Arbeit von Bastian Späth, der sich mit der Sprache der Technik beschäftigt hat und einen Formvariator entwickelt hat, der sich in der Publikation befindet. Und eine, schön, dass du es festhältst, also der Formvariator. Gerne. Der Formvariator kann also nun seine Form, sein Aussehen dauernd verändern. Es ist ein sehr meditatives Spiel, so empfinde ich das. Und es gibt eine weitere künstlerische Arbeit, wir nehmen die mal wieder weg. Das Künstlerduos Schröter und Berger, die hier ein Legespiel entwickelt haben und eine Begriffssammlung entwickelt haben, die sich mit der Verbindung der Architektur in der DDR und der Kunst beschäftigt. Nicht nur Künstler haben mitgewirkt, sondern auch Autoren. Es gibt hier von dem Autor Knut Birkholz eine kleine Rede zur großen Erzählung der Spracherneuerung und auf dem gleichen Bogen einen Text über das Problem der Gebrauchsanweisungen und der Sprache des Autors Jan Faktor, der ja auch in der ACC-Galerie nicht unbekannt ist. Mhm. Die Russen und ihre Sprache. Wladimir Chlebnikow, ein ganz bekannter Spracherneuerer, auch hier hat Thorsten Blume nochmal einen Text geschrieben und das auch verknüpft mit grafischen Zeichnungen, die sich auch in der Publikation befindet. Erster Grund der Publikation war die Ausstellung Spracherneuerung, die im letzten Sommer in der ACC-Galerie anlässlich des Bauhausjahres stattgefunden hat. Die Publikation enthält die Texte, die in der Ausstellung, in der akustischen Installation ausgestellt waren, zu Gehör gebracht wurden von Autoren der 1920er Jahre. Ganz bekannt unter anderem Siegfried Ebeling, Der Raum als Membran, wo man schon sieht, dass die Spracherneuerung, so wie wir sie uns
für die Ausstellung Spracherneuerung überlegt haben, sehr stark andere Phänomene als rein bauliche Phänomene in die Architektur und in die Sprache einfügt. Dazu gehört auch das Motiv der Biologie, das Motiv des Wachsens und Werdens, das Motiv des Organischen, was du ja auch ein bisschen gerade schon über die Arbeiten von Linda Pense erzählt hast, sozusagen so ein Dreiklang von Sprache, Architektur und Natur, die also immer wieder neu befragt werden. Wie hat die Ausstellung damals funktioniert? Das war ja eigentlich eine Hörausstellung im weitesten Sinne, wenn man mal von einer großen Lichtinstallation absieht. Ja, du hast recht, das war eine Ausstellung, in der man nicht sah, sondern hörte. Also man sah auch was, aber vor allem hörte man. Es waren also Hörräume, durch die der Besucher und die Besucherin geschritten ist. Es waren doch eine ganze Menge Texte, sodass man, um alle Texte vollständig zu hören, hier, glaube ich, 6 Stunden in der ACC-Galerie hätte sein müssen. Deshalb ist es ganz gut, dass wir in der Publikation auch Ausschnitte aus den Texten, die man miteinander querlesen kann, nochmal haben. Und beschrieben hat die Ausstellung ein junger Autor aus Frankfurt am Main, Kenneth Huja, der sich nochmal Gedanken gemacht hat über den Sinn der Ausstellung. Und da wir uns gerade nicht sehen, kann ich einfach weiter reden. Frank hat es schon angesprochen. Es gibt einen Text des in Weimar lebenden Künstlers Matthew Lloyd, Words Fail Me. Gut, dass sie uns gerade nicht fehlen, ja. Wir gerade kein Bild haben. Matthew hat für die Ausstellung Spracherneuerung eine wunderbare Lichtinstallation gebaut, die auch hier in der Publikation im Journal jetzt nochmal dokumentiert wird. Also, ich glaube, es sind doch 14? Nein, es sind 12, mit etwa, glaube ich, 22 oder 23 Beiträge. 23 Beiträge, ja. Die sich in der Publikation befinden. Also wenn man jede Serviette von Victor Delorado auch einzeln zählt, das sind ja einzelne Objekte natürlich. Und nun kommt's, denn die Publikation wird eine Gabe der ACC-Galerie an alle Interessierten sein. Das heißt, sie kostet ganz, ganz viel und kostet aber nichts. Richtig, richtig. Sie kostet gar nichts und sie ist in einer Auflage von 300 erschienen und ist bereits seit dem 20. Mai für Interessenten zur Abholung bereit. Und es ist, das kann man, glaube ich, sagen, eine bibliophile Kostbarkeit, wird bereits hoch gehandelt. Der Oberbürgermeister Weimars, der ja auch sozusagen als Autor oder als Co-Autor, der des Journals in Wirkung trat, so hatte ich gehört neulich, soll künftig diese Publikation auch gern als Weimarer Gastgeschenke an andere Repräsentanten anderer Partner und anderer Städte vergeben wollen. Das ist schon mal eine starke Leistung und eine Leistung, die jetzt nicht explizit Ulrike Mönnig und ich von der ACC-Galerie, also die Mitarbeiter, Sternchen innen erbracht haben, sondern tatsächlich, lieber Janek, du, und das war auch der Grund, nicht das unbedingt, weil du das warst, aber damit diese Publikation jetzt nicht einfach so lang und klanglos nach Ablauf dieser, wie viel Jahr, fast ein Jahr, also dieser 8-9 Monate untergeht, damit man das mitbekommt. Deswegen, wir hätten viel lieber mit euch allen bei Sekt und Sonnenschein angestoßen, aber das geht nun leider nicht, das müssen wir irgendwann mal nachholen, vielleicht bei einer der nächsten Publikationen, die heute hier mit vorgestellt wurden, aber wir dachten, das muss gefeiert werden. Es ist für uns sehr ungewöhnlich, dass wir überhaupt Publikationen herausgeben und ja, weil es immer wieder natürlich an den Finanzen mangelt. Wir können als freier, gemeinnütziger, unabhängiger Kunstverein, als Kunstverein Galerie froh sein, wenn wir unsere Räume bespielen können, wenn wir dafür werben können, unser Faltblatt, unsere Einladungskarten, unsere Pressemitteilung herausgeben können, manchmal vielleicht noch ein Plakat. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich nicht schmückendes Beiwerk, sondern tatsächlich ein Zugewinn, wie er für uns ganz besonders wichtig ist, weil natürlich ist es so, um auf meinen Anfangsmonolog
nochmal zurückzukommen. Natürlich ist das, was von der Ausstellung bleibt, die Fotodokumentation, der Audio-Walk meinetwegen oder die 360-Grad-Präsentation durch die Galerie, wenn die Ausstellung nicht mehr da ist. Aber ganz zu aller Vorderst natürlich sind es die Publikationen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die wichtigste Funktion einer Gegenwartskunstpublikation heute die Erbauung ist, nicht der, ja, der wirtschaftliche Gewinn, den man einholen kann, ja, sondern die Erbauung nicht nur jener, die das Ding hergestellt haben oder für die Herstellung gesorgt haben, sondern auch der Künstler, der Künstlerkollegen, der Kunstinteressenten und all jener, die es werden wollen. Und du hast ja vorhin gesagt, also sozusagen die Zeit der Kunstpublikationen hältst du nicht für vorüber. Die Kunstpublikation ist nicht ausgestorben, weil es schon mal allein schon deswegen geht, den Autoren, die Autoren selbst zu vergnügen und mit Kurzweil zu bestücken, ja? Das hast du genau richtig gesagt, so sehe ich es tatsächlich. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nur noch Kunstpublikationen machen. Hier steht es ja auch, Journal der ACC Galerie Weimar 05/2020. Wir können also sofort beginnen, das nächste Journal 06/2020 bis 12/2020 ja, zu machen. Ja. Und damit sind wir dann bestimmt auch im Juli oder im Juni 2021 schon fertig. Ja, ja, ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wollen wir mal auf die Uhr gucken, ob wir schon überzogen haben oder wie liegen wir denn in der Zeit? Wir sind gut in der Zeit. Mhm. Wir können auch noch mal auf einzelne Ingredienzien dieser Publikation eingehen, auf einzelne der Autorinnen und Autoren. Ich weiß nicht. Ich würde vorschlagen, du sagst noch mal etwas, wie genau nun man zu der Publikation kommen könnte, wenn man sich dafür interessiert. Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite läuft die Ausstellung noch. Die verändert sich, wenn ich es richtig verstanden habe, nach und nach. Die Ausstellung der Stipendiatinnen des letzten Jahres läuft in der Galerie noch, kann also parallel mitbesichtigt werden. Und in diesem Zuge, wenn man die Galerie besucht, was man ja wieder kann. Genau, wenn auch nur zu fünft. Wenn auch nur zu fünft, entsprechend desinfiziert. Genau. Gibt es auch die Möglichkeit, diese Spracherneuerungspublikation mitzunehmen. Und das machst du jetzt auch nochmal. Ja, ja, denn ich weiß ja auch gar nicht, ich glaube, die Anneke hat vor mir, Anneke Wieduwild, unsere FSJlerin, hat ja diese Publikation auch gepackt, zusammengestellt, in mehreren Schüben sozusagen. Und deswegen versuche ich jetzt, indem ich natürlich auch wieder meinen Mundschutz anlege und nach hygienisch einwandfreien Gesichtspunkten nochmal kurz was dazu sagen. Also die Publikation selber ist kostenfrei. Es sind circa noch, würde ich denken, 220 Exemplare da. Es wurden schon an einige Künstler Publikationen vergeben, immer so 5-6 Stück. Und wer Lust hat, unsere Ausstellung zu besuchen und auch den Übergang unserer jetzigen Ausstellung in die nächste Präsentationssituation, A-Kids Headquarters, mehr über diese Geschichte kann man auf unserem aktuellen Faltblatt und im Internet nachlesen, der ist herzlich eingeladen, zu uns zu kommen und bekommt dann eine Publikation ausgehändigt. Es gibt die Publikation nur bei uns. Man muss also zu uns kommen, wenn man sie haben möchte. Menschen, die uns jetzt aus New York, Oberammergau oder Woronezh zuschauen, für die gibt es auch die Möglichkeit, dass wir ihnen die Publikation oder das Journal zuschicken, weil mein Freund Yannick vor geschätzten drei Wochen, tönte, er hätte sich aus einem ganz anderen Grund mal Briefumschlagstüten zukommen lassen, in die möglicherweise diese Journale genau reinpassen, dann steckt man die rein und das ist wahrscheinlich, da hast du genau recht, nicht billig, aber wir würden das für auswärtige, internationale, kunstbeflissene und Gäste natürlich tun. Wer mag, möge uns unter galerie@accweimar.de anschreiben und dann schicken wir diese Publikation auf Wunsch auch zu. Das kann ich nicht ins Unendliche dehnen, diese Informationen, weil dann springt mir unsere Bürokauffrau und Buchhalterin Karin Schmidt an den Hals. Möchtest du zu dem goldenen Punkt vielleicht noch was sagen? Nein, das möchte ich nicht. Der goldene Punkt verschließt die
Schließt die Publikation, ja. Aber ich sehe, du willst noch die verbleibenden wenigen Minuten für eine letzte Information nutzen und die seien dir gegeben hiermit. Ja, das Blatt ist wieder leer. Ich habe sehr viele Informationen noch eingesammelt. Ich hätte gern noch ein paar Worte über den Formvariator verloren. Das tue ich jetzt nicht. Ich hätte gern noch ein paar Worte über einige der Autoren verloren, Knut Birkholz, Thorsten Blume, das tue ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass der für doch nicht mehr so viel Zeit da sein wird. Ich habe aber vorhin im Zuge, im Eifer des Anfangsgefechts, bis dann alles installiert war und lief, noch auf eine Publikation hinzuweisen, das habe ich vergessen einfach. Also, wir arbeiten nicht nur mit dem Spector Verlag in Leipzig zusammen, nicht nur mit dem Verlag Arnoldsche Art Publishing in Stuttgart, nicht nur mit Suhrkamp Insel in Berlin, was das neue Ursula Naumann Buch betrifft, sondern auch mit dem Kerber Verlag mit Sitz in Bielefeld und Berlin. Unsere letzte Publikation vor dieser, insofern, naja, muss ich mich jetzt schon fast selbst hinterfragen, vielleicht sieht es ja bei uns doch nicht so schlecht mit den Publikationen aus, ist das Buch Lisbachovers School is Out, auch, wie fast alles bei uns, in Deutsch und Englisch. Und das ist eigentlich auch eine bibliophile Kostbarkeit. Es gibt in Deutschland diesen Wettbewerb Schönste Bücher. Ja. Daran hat dieses Buch teilgenommen. Ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem Ergebnis. Aber sicher ist es eines der schönsten Bücher geworden. School is out deswegen, weil die Lisbachover hier eine Ausstellung zurück. Eine Ausstellung hatte, die hieß School is out, School is out. Ein berühmter Rocktitel von der amerikanischen Rockband Alice Cooper. School is out for summer. Und für Lisbachover war die Schule aus im letzten Sommer, weil sie ihre 25-jährige Tätigkeit als Kunstprofessorin an der Bauhaus-Universität beendet hat. Und das ist also in Buchform eine Mischung aus künstlerischer Retrospektive, zeigt also, kann man sagen, fast ihr gesamtes Oeuvre von den frühen Jahren in Düsseldorf und noch in New York und noch in Milwaukee in den USA bis in die Jetztzeit, auch die Ausstellung, die sie bereits 1996 im ACC hatte. Es ging also für uns auch darum, wie hat sie sich künstlerisch zwischen 96 und 2019, 2020 entwickelt. Es sind drei sehr schöne Texte von Michael Lüthi, von von dem inzwischen leider während der Herstellung des Buches verstorbenen David Galloway, ein Text und ein dritter Text in der Mitte des Buches, muss ich kurz nachgucken, der ist von Verena Krieger, von dieser Kunsthistorikerin aus Jena. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Das Buch kostet allerdings Geld. Ich habe jetzt ganz vergessen, wie viel es kostet, aber es dürfte sowas wie, wer weiß es von uns, Ulrike, ich glaube 20 Euro. Irgendwas, ein bisschen mehr, 21, 23 Euro. Also, eine weitere Publikation, auf die ich noch verweisen möchte. Ja, und ansonsten, ich glaube, ehe wir weiter über Velimir Fletnikov, den Formvariatoren, Thorsten Blume und die historischen Texte sprechen, das alles wäre Aufgabe von Jannik. Nochmal von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank an Jannik, dass er sich so wahnsinnig für diese Publikation eingesetzt hat. Das war sozusagen eine Art Parallelaktion, die eigentlichen Kunstindustriellen des ACC mussten gar nicht viel machen. Das lief im Prinzip so gut wie von alleine. Und wir sagen hier, also Ulrike Mönnig, die Veranstaltungsmanagerin, und Frank Motz als der Ausstellungsfritze, gern wieder. Jannik, komm wieder auf uns zu, wenn mal wieder was ist. Denn du hast ja eigentlich genug zu tun. Dich haben wir heute noch gar nicht richtig vorgestellt. In Berlin am Haus der Kultur und der Welt. Denn da bist du ja eigentlich als was? Als Kunstvermittler, als Publizist auch, ja nicht als Dramaturg tätig. Ich mache nicht überall das Gleiche. Nein. Hier bin ich Publizist und in Berlin bin ich was anderes. Wunderbar. Ich zeige nochmal die Publikation. Ich glaube, wir sind sozusagen auch ans Ende gekommen. Galerie hat auf täglich, oder? Täglich von 12 bis 18 Uhr, freitags und sonnabends auch bis 20 Uhr. Ja, und sie hat auch auf, wenn es die Publikation schon nicht mehr gibt, denn das wird bald sein. Ja, das denke ich auch. Also beeilen Sie sich, kommen Sie hierher,
oder lassen sich das Ding zuschicken. Welche Maße hat es nochmal, damit man das weiß, ob man das auf der Veranda oder gleich vorne am ersten Tisch im, unterbringen kann, damit ja, man gleich weiß, in welcher Haushalte man sich befindet? 21 mal 21 und 5 cm hoch. So sieht's aus. Dann ganz herzlichen Dank und ja, für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Bis zum nächsten Livestream.